Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute wieder der Ricardo Leppe an meiner Seite. Hallo lieber Ricardo, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, grüß dich Silke. Und kürzlich hatte ich ja schon dem Ricardo ein Video veröffentlicht. Ricardo ist von Geburt an vegan aufgewachsen und hat keinen B12-Mangel, eher einen Überschuss, und hat er in einem kurzen Video erklärt, wie das möglich ist. Eine sehr interessante Erklärung. Wer das Video noch nicht gesehen hat, verlinke ich oben in den Infokarten. Aber eigentlich bin ich, glaube, das war irgendwann im Januar, über ein ganz anderes Thema auf Ricardo aufmerksam geworden. Und ich interessiere mich also für freie Bildung, Bildungsfreiheit, Freilernen. Gibt es auch schon einige Videos hier auf meinem Kanal. Auch ein Interview mit der lieben Julia, einer ehemaligen Grundschullehrerin. Die hat ja auch schon ein schönes Interview mit dir gemacht. Und genau, das ist eher so ein wichtiges Thema, was auch für viele Eltern gerade wichtig ist in diesen aktuellen Krisenzeiten, ne? Dass sie auch erkennen, in welchen Strukturen geben wir hier eigentlich meine Kinder, und dass eben auch für viele Eltern ja Homeschooling oder eine andere Art von Beschulung gerade durch dieses Homeschooling eben dran ist. Genau, und du hast in dem Video, was ich gesehen habe, die Schule der Zukunft vorgestellt, so ein ganz neuartiges Konzept, wie man Kindern wieder ranführen kann, dass Lernen Spaß macht. Weil viele Kinder, ich glaube Erstklässler, die werden ja im Kindergarten auch so richtig, ja, jetzt bist du dann groß und gehst in die Schule und da lernst du ganz viel. Und ja, viele sind so ganz begeistert und bekommen eine Zuckertüte und freuen sich. Aber wenn man dann schon mit zwei, dritt, Viertklässler spricht oder dann größeren Klassen, da ist die Freude am Lernen, die Begeisterung ist bei vielen Kindern nicht mehr da. Und wenn man dann mal so weiterfragt, ja, warum gehst du in die Schule? Na, wegen meinen Freunden. Ich mag einfach meine Freunde, aber das Lernen an sich, also finde es kaum auch ältere Schüler, die begeistert sind von den Dingen, die gelehrt werden und wie sie gelehrt werden. Ne? Also das muss man schon feststellen. Also die Schule, man sagt ja auch immer, oder ich habe dann auch immer so gesagt in Videos, die Schule, das ist so ein, oder so ein Klassenverband, so ein künstlicher Konstrukt, das gibt es so gar nicht auf der Welt. So 24, 10-Jährige, 24, 15-Jährige, das hat man kaum so. Ne? Also so im öffentlichen Leben, weder beim Waldspaziergang noch im Spielplatz, hast du immer so gemischte Gruppen. Und dann sucht man sich ja eben dann doch aus dem Kreis der Kinder Freunde aus. Ne? Und dann hat man die Freunde vor allem in der Schule. Aber das würde ja auch in einem anderen freieren System auch anders funktionieren. Ne? Das ist ganz klar. Genau, ich würde dich, also was ich noch sagen wollte, du bist ja auch bis 10 oder 11 Jahre bist du ja frei unterrichtet worden von deinen Eltern. Und was ich so faszinierend fand, du hast gesagt, ja, in den ersten Jahren so eine halbe Stunde in der Woche. Eine Stunde in der Woche, muss man sich mal vorstellen, was du für eine Zeit als Kind hattest, die Welt zu entdecken, deiner Begeisterung freien Lauf zu lassen für die Dinge, die du da um dich herum entdeckst. Und das hat mich so fasziniert, wenn ich mir denke, die Kinder mit 6, 7 Jahren, wie viel Zeit die schon in der Schule verbringen. Und es muss wohl mal eine Schulleiterin gesagt haben, von der alternativen Schule, man kann das Wissen der 4. Klasse auf eine CD brennen. Eigentlich könnte man das in 2 bis 4 Monaten könnte man das in Kindern beibringen? Du sagst ja noch weniger Zeit, ne? Deutlich weniger, sage ich ja, weil es eine andere Geschichte genau. Dazu wäre. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte jetzt das Wort an dich übergeben. Erzähl mal bitte von deinem Schulprojekt oder von der Schule der Zukunft und wie du darauf gekommen bist. Ganz kurz zu dem, was du vorher gesagt hast. Jedes Kind, jeder Mensch, jedes Lebewesen möchte stärker werden, größer werden, stärker, schneller und besser und intelligenter werden. Und die haben einen irrsinnigen Lerndrang. Schau dir so ein kleines Kind an. Mama, wie geht denn das? Papa, wie geht denn das? Ich mag das probieren. Darf ich da mitmachen? Also kriegst du nicht abgestellt. Ja? Das heißt, die Lernmotivation ist irgendwo da oben. Dann kommt die 1. Klasse, dann kommt die 4. und dann ist das Ganze weg. Und das ist ein psychologischer Reflex, den die Schule auslöst, ganz bewusst. Ganz kurz, um darauf einzugehen, und zwar, du musst dir das so vorstellen, wenn du jetzt in der Schule bist und du hast schlechte Noten, kriegst du einen Deckel. Also der wenig kann oder hinten nach ist, der kriegt eher Probleme. Und der Klassenbeste kriegt eher Lob. Und jetzt sind wir das aber genau umgekehrt gewöhnt davor. Das heißt, du hast ein Kind, das ist 4 Jahre, das ist zu den Geschwistern ein bisschen hinten nach, der kann was noch nicht, der beginnt mit etwas neu, der kriegt dort die meiste Anerkennung und die meiste Unterstützung. Mhm. Und der weiter voran ist, der kriegt ein bisschen leichte Kritik im Sinne von, wie entwickelt er sich schneller damit? Das heißt, das ist genau umgekehrt. Da habe ich auch Videos dann dazu gemacht. Das ist ein normaler Reflex. Wenn du etwas nicht kannst, du fängst an, erste Tennisstunde zu spielen. Ich bin der Trainer, du haust auf den ersten Topspin vorbei, was sehr wahrscheinlich ist. Und ich sage dir hier, Silke, du bist blöd, du hast kein Talent, bitte geh wieder. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du am nächsten Tag nochmal zu mir Tennisstunden kommst, sehr gering. Und das ist ganz normal, weil Tennis blöd. Ja? Weil ich habe nicht draufgekriegt, obwohl ich noch nichts kann. Wenn du schon Profi bist, du kriegst einen neuen Trainer, der sagt, na hey, so geht das nicht, den kriegst du nicht mehr kaputt. Ja, also jemand, der in der Weltspitze ist, den kannst du nicht mit einem Satz kaputt machen oder sagen, weil ihm jemand sagt, er ist nicht gut.
der sucht ja auch aktiv Kritik. Je besser du in etwas bist, schau dir die Profisportler an, der sagt, hey, du, in welcher Sekunde können wir da eine Aufnahme machen? Wo mache ich noch einen Fehler? Wo kann ich mein Knie noch anders bewegen? Dort suchen wir Kritik. Aber immer wenn wir etwas nicht können und dort Kritik drauf bekommen, was die Schule nonstop macht, dann schalten wir ab. Also ein normaler Reflex. Und bei den Kindern ist das sogar noch viel stärker als bei uns Erwachsenen. Du sagst ja auch nicht zu deinem Kind, wenn es mit 3 Jahren irgendwas hinkritzelt, moi, so ein Scheiß, ja, kannst nicht mal was Schönes malen, was soll denn der Mist? Sondern mal, Schatzi, du hast so ein Talent, du bist der neue Picasso und bitte mal doch weiter, du bist doch so super, oder? Und der fällt 100 Mal hin als kleines Kind und wir sagen jedes Mal, na, probier's nochmal, mach mal gemeinsam, schaffen wir doch, oder? Mhm. Und auf einmal dreht sich dieses Ding um. Und er kriegt nur noch Kritik, wenn er es nicht kann, und er kriegt nur noch Lob, wenn er das nachplappert, was gesagt wird. Und nicht nur, wenn er einen eigenen Weg geht. Und das killt das Kinderhirn. Plus, dass sie sich bewegen wollen. Sie haben gerade gelernt zu laufen, zu klettern und zu springen. Sie müssen sitzen. Den ganzen Tag. Sie haben gelernt zu sprechen, gerade zu kommunizieren. Sie lernen jeden Tag neue Worte dazu und müssen den ganzen Tag leise sein. Und sie wollen eigene Wege gehen. Wir sind Individualwesen. Und dann heißt es die ganze Zeit, plapper das nach, was ich dir sage. Und das killt natürlich jedes kreative Hirn ab. Ja, aber gut. Gut, zu meiner Geschichte, so wie du schon gesagt hast, meine Eltern halten von diesem System überschaubar wenig, haben mich daheim unterrichtet, die berüchtigte halbe Stunde die Woche. Und das geht, wenn man sich damit beschäftigt, hey, wie nimmt dieses Kastel da oben überhaupt Informationen auf? Und da ist das Problem, dieses Wie wird nicht gezeigt. Du warst wahrscheinlich in der Schule, da hat es geheißen, Silke, da hast du Vokabeln, da hast du Zahlen, da hast du Texte, merk sie dir. Aber wer zeigt dir wie? Und diese Geniekinder, wir wetten das früher, ja, die sich so 400-stellige Zahlen mal locker merken konnten, das sind keine Geniekinder, die wussten nur, wie das geht. Mehr ist es nicht. Und es sagt ja auch niemand zu einem Arzt oder zu einem Bauingenieur, mach, du schaust aus wie ein Arzt, du machst den Job mal. Sondern wird ihm erklärt, wie das geht. Beim Bauingenieur genauso, beim Architekten genauso. Und nur in der Schule heißt hier und mach. Ja? Und die Methodik dahinter ist in Wirklichkeit keine, sondern ewiges auswendig lernen und das bringt gar nichts. Das motiviert auch niemanden. Mhm. Ja, das hatte ich zum Glück nicht. Und so wie du gesagt hast, da hat man dann viel Freizeit. Da kann man viel rausgehen, da kann man viel entdecken. Ich habe 2 Geschwister, da kann man viel mit denen rumspielen. War eine richtig schöne Zeit. Ich war dann irgendwann einmal normal in der Schule. Also nennen wir es einfach normal. Ja? Also nicht ganz, aber ich war offiziell gemeldet in der Schule. Habe dann ganz normal maturiert auch in Österreich und bin danach eben Berufszauberer geworden. Und als Zauberer muss man sich auch damit beschäftigen, mit Memotechnik, Logitechnik, Speedreading, Gedächtnisballast und Dingen, wie merke ich mir etwas effizient? Jetzt sagt jemand aus dem Publikum in der ersten Sekunde etwas und ich muss das vielleicht 45 Minuten später exakt wiedergeben. Und nicht, naja, kannst du auch nicht beim Zaubertrick bei der Karte sagen, was, die oder die? Das muss klar sein, ja? Sonst bist du in dem Job unten durch. Und ja, da habe ich mich einfach damit beschäftigt, wie merke ich mir Namen gut, wie merke ich mir Zahlen gut, wie merke ich meine Sprache schneller. Und ich wollte es ehrlich gesagt nur für mich. Und um den nächsten Part ein bisschen abzukürzen, Ricardo liegt im Freibad, Ricardo lernt Nummern auswendig, 200-stellige Ziffernblöcke auf Zeit. Und habe mich mit indisch-schwedischer Mathematik beschäftigt, weil die gewinnen die Mathematik-Olympiaden nicht, weil sie so intelligent sind, sondern weil sie ein anderes System haben. Ja, da war eine Volksschullehrerin dabei und hat gesagt, du, zeig das doch mal meiner Klasse. Die haben gerade das 1x1 gelernt, da bin ich mal drauf gekommen, was das für ein jahrelanger Prozess ist. Wir haben das auf wenige Stunden runtergekürzt, von Jahre auf Stunden, das war ganz gut. Und das hat sich natürlich rumgesprochen in den Schulen. Ich habe dann so ein Konzept aufgestellt, wo ich den ganzen Vormittag für die Kinder da bin, den ganzen Nachmittag für die Lehrer, den ganzen Abend für die Eltern. Und das kostet die Schule keinen Cent. Weil die Schulen, speziell die kleinen Landschulen, die haben kein Geld. Und ich finanziere es darüber, dass die Eltern sowieso immer die gleichen Fragen stellen. Hey Ricardo, du bist doch Zauberer, das wäre doch cool, bei meiner nächsten Hochzeit von meiner Schwester machst du dort eine Zauberschule. Klar, natürlich, ja. Du bei mir in der Firma wäre das auch super. Hey, könntest du da was machen? Mein Sohn macht Medizinaufnahmeprüfung, kannst du da helfen? Und das habe ich einfach nur ja gesagt dazu. Und somit muss die Schule nichts zahlen, weil am Abend weiß ich, wenn ich das Tag gut mache, kommen die Eltern freiwillig auf mich zu und fragen mich, ob ich da was machen kann. Und darüber finanziere ich das Ganze. Ja, das ist nicht so gegangen, sondern das ging so. Ich habe dann im 2. Jahr 600 Vorträge gegeben. Da ist schon richtig was weitergegangen. Ja? Ja. Und ich habe nicht mehr gewusst, wohin mit Schulen und Kindern und Co. und waren jeden Tag nur noch unterwegs. Ich kann mich noch erinnern, die ersten Sommerferien, wie die begonnen haben, ich habe eine Woche durchgeschlafen. Ich war nur ab und zu oben nachlernen, unten wieder auslernen und dann eben nur geschlafen eine Woche lang. Aber das war der Startschuss in die ganze Richtung. Und dann habe ich irgendwann, bin ich an den Punkt gestoßen, wo ich angefangen habe zu rechnen. Weil ich mir dachte, okay, wir haben über 80.000 Schulen im deutschsprachigen Raum.
Und ich schaffe in einem guten Jahr 100 Mal einen Tag zu besuchen. Also ich bin nicht das obermathische Genie, aber das kriege ich gerade noch hin. Ich sage, okay, das geht sich nicht aus. Und dann war von den Eltern eh schnell sehr laut der Spruch, du mach doch eigene Schulen. Mhm. Da war dann schon klar, gut, ich mache ein neues Bildungssystem. Wenn, dann machen wir das noch. Ich habe so viele Dinge mit den Kindern gesehen, in allen Altersstufen. Und ich habe denen sehr oft angeboten, ihr könnt mit mir offen reden. Ihr habt hier meine Kontaktdaten und Co. Schreibt mir, was euch am Herzen liegt. Und da waren Dinge dabei, da kommst du nur noch ins Weinen. Ich habe natürlich auch eine ganze Kiste voll mit handgeschriebenen Briefen von Schülern, die sich freuen und sagen, boah, ich bin ein Genie, hat mir nur niemand erzählt. Ja? Ich wusste das noch nicht. Die wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also das ist der schöne Part an dem. Das ist das, was mich auch energetisch in dem Ganzen drin gehalten hat, obwohl ich so viel unterwegs war. Aber es hat den anderen Part natürlich auch gegeben. Und ich sage, es gibt super tolle Schulen und es gibt super tolle Lehrer. Aber das ist die absolute Minderheit. Mhm. Und ja, das liegt aber gar nicht oft immer an dem Menschen direkt, sondern einfach an der Bürokratie rundum und wie er auch hineingezwängt wird in das Ganze. Mhm. Aber das ist wieder ein anderes Kapitel. Warst du in Österreich unterwegs oder auch in Deutschland oder Schweiz? Ich war zu 90% in Österreich unterwegs, 10% circa in Deutschland. Ich habe zwar etliche Anfragen gehabt, aber ich komme ja nicht mal mit denen in meinem Umfeld zurecht. Ja, und jetzt müsste ich dann auch noch lang fahren. Ja. Ging halt nicht so. Ja. Aber ich habe ein paar in Schulen in Deutschland auch gemacht. Ja. Mhm. Ja, und dann war die Thematik und gesagt, okay, Ricardo, wie kriegst du eine Schule hin, die wirklich gut ist, die wirklich für die Kinder ist? Und das Projekt Schule der Zukunft hat dann angefangen, so ein bisschen zum Wurzeln im Kopf. Und gesagt, oh Mann, Gerald Hüther, dann gibt es Vera Birkenbühl, dann gibt es da jemanden, da einen Professor, aber ich habe das alles wieder weggeschmissen. Alles gute Dinge, alle, die man dazu verwenden kann, aber ich habe den Vorteil gehabt, hey, man dachte, ich sitze jeden Tag oder jede Woche vor Hunderten oder Tausenden Schülern in allen Altersklassen, ich kann einmal mit denen reden. Und das habe ich gemacht. Und die Kurzzusammenfassung davon, ich habe immer gesagt, Schatz, ich bin Bildungsminister und Gott in einem Menschen, ich mache morgen Schnipp und alles ist weg und alles ist so, wie ihr euch das wünscht. Was wünscht ihr euch? Und da waren zwei Hauptdinge. Das eine war, wir wollen mit Spaß und mit Freude lernen, so wie es ein kleines Kind ja auch darf. Mhm. Und wir wollen etwas lernen, bei dem wir wissen, dass wir es später im Leben gebrauchen können. Also keine Utopien, die Basics von den Basics, die da eigentlich dabei waren. Und das war der Start in Richtung Schule der Zukunft, wo ich dann angefangen habe, in diese Richtung zu arbeiten. Und ganz kurz gefasst, es gibt eine Stunde bis maximal zwei Stunden Unterricht am Tag. In der Zeit kriegen wir den normalen Schulstoff da oben hinein. Weil es heißt ja Schule der Zukunft in zwei Schritten. Schritt 1, wir sind noch im System. Wir müssen gewisse Dinge, auch ob sie falsch oder nicht sind, noch lernen. Wir müssen noch wissen, wann Napoleon geboren ist und wann irgendwo eine binomische Gleichung mit ihr ausschaut. Und Schritt 2 ist dann, wenn wir wirklich in die Freiheit damit gehen können. Aber im Schritt 1, eine Stunde Unterricht, später dann nochmal zwei am Tag. Und in der Zeit, das habe ich mit x Kindern ausprobiert, weiß ich, ich kriege den Schulstoff da oben hinein. Und jetzt haben wir Zeit für Sport, Musik, rausgehen, was ist denn das für ein Baum, Kräutergarten anlegen, Meditation, hey, wie gehe ich mit meinem Körper um, Jobs ausprobieren, einmal zum Elektriker, einmal zum Anwalt, hey, was ist denn das, wie gehe ich denn damit um, wie wechsle ich einen Reifen, wie koche ich mir was, all diese Dinge, die wirklich wichtig wären im Leben, aber dort nicht gemacht werden. Mhm. Ja, das ist sehr grob runtergebrochen, genauer erkläre ich es dann in den Videos dazu. Und Schritt 2 ist dann, wie kriegen wir eine Schule hin, die jedes Jahr an sich selbst wächst, immer besser wird und immer nur im Sinne der Kinder. Und da gibt es auch eigene Konzepte dann dazu. Ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Also das wird richtig spannend. Und da habe ich dann letztes Jahr war geplant, dass ich 6 Schulen so starte. Dreimal Grundschule und dreimal ein Gymnasium. Und das jahrelang oder genau genommen 4 Jahre lang mitdokumentiere. Und währenddessen den ganzen Lernstoff, du kennst es jetzt schon, so lustige Geschichten und so einmal ein Spielchen mit den Fingern und alles umbaue. Dass sich jeder den Stoff auch anders beibringen kann, auch die nicht dort in der Schule sind. Und damit wäre ich nach draußen gegangen. Letztes Jahr sind meine Pläne natürlich ein bisschen in Luft aufgegangen. Ich habe dann nur eine kleine Schule durchbekommen. Und spätestens im zweiten Lockdown ist dann die Not der Eltern, speziell im Homeschooling, sehr, sehr groß geworden. Ich habe dann angefangen, weil ich konnte ja nicht mehr in die Schulen. Ich konnte die Schulungen nicht mehr machen. Ich habe angefangen, alles zu digitalisieren. Das ist natürlich nicht so cool, wenn du mit 300 Eltern im Raum bist und die machen da gerade richtig Party und checken, wie das Ganze funktioniert. Aber es ist eine Alternative. Ich habe jetzt dann knapp 200 Lernvideos zu diesen Themen abgedreht. Habe jetzt auch den Schulkurs für die, also den Kurs für die ersten 4 Jahre dann jetzt, also fertig ist er nie, aber rausgebracht. Und den kann sich jeder kostenlos holen.
werden wir dann vielleicht auch kurz, weiß nicht, kannst du das Video dazu verlinken, wenn sich das jeder 4 Minuten anschaut, kommt da all an diese Videos, wie bringe ich meinem Kind das einmal eins bei, wie bringe ich ihm das ABC bei, das ist alles kostenlos zur Verfügung. Das soll jeder einfach für sich umsetzen, bis wir dann eben draußen wieder direkt dran arbeiten können. Aber es gibt jetzt so viele alternative Schulen, die da gerade am Wachsen sind in diese Richtung, so viele Lerngruppen, speziell in Österreich, Eltern, die die Kinder ins Homeschooling nehmen und sagen, hey, wir melden den da mal ab, wir nehmen das selbst in die Hand. Es geht ja auch um diese Eigenverantwortung, mein Körper, meine Gesundheit, mein Wissen, meine Bildung, meine Kinder, also übernimm selbst die Verantwortung. Ich habe immer gelernt, wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Und wenn ich sage, ich bin schuld an dieser Situation, wie auch immer es ist, dann habe ich die Macht, das zu ändern. Wenn ich sage, ja, der Lehrer, der Politiker und der Arzt und der Ding, dann sitze ich immer in der gleichen Falle da drinnen. Mhm. Ja, das war es jetzt sehr, sehr grob, sehr kurz zu dem, was ich da mache und nicht mache. Auf alle Fälle hochspannend, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Du bist für mich ein genialer Zukunftsvisionär. Ich bin total begeistert von deinen Ideen, von deinen Videos. Und ihr habt aber den Vorteil in Österreich, ihr habt nur die Bildungspflicht. Wir haben ja hier in Deutschland die Schulanwesenheitspflicht, obwohl die jetzt durch diese aktuelle Situation ja auch aufgebrochen ist. Also viele, gibt ja immer mehr Eltern, die sagen, also unter den Umständen schicke ich mein Kind nicht in die Schule, auch wenn es jetzt wieder langsam geöffnet wird. Also da gibt es schon ziemlich viel Widerstand und es kursieren gewisse Schreiben dann auch bei Telegram, was man da verwenden könnte. Und also es gibt schon jetzt immer mehr Eltern, denen sich bewusst wird, hier muss sich irgendwas ändern. Du hast ja auch die Videokurse angesprochen. Also den einen habe ich auch, habe ich schon mit meinen Jungs einiges durchgeschaut. Also Wahnsinn, so geniale Idee mit den Zahlen, ne? Dass die da für bestimmte symbolische Lichtschalter, die 2, den An- und Ausschalten und Auto 4. Und das ist auch, glaube ich, in dem Kurs hast du ja dann auch eine Aufnahme, wie du, glaube ich, mit Eltern sprichst. Und dann erzählst du da so eine Geschichte. Und das, je verrückter die Geschichte ist, umso besser kann man sich dann die Zahlen merken. Also es ist ein total geniales System. Ich habe auch mal, und was ich ja vergessen habe zu sagen, du hast ja auch einen YouTube-Kanal, Wissenschaft Freiheit. Den möchte ich jetzt hier verlinken und euch empfehlen. Schaut unbedingt rein, so vielfältige Themen, aber eben auch der Fokus auf Bildungsfreiheit. Und so genial, du hast ja auch einen Bruder, den Elias. Und der hat ja auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und ihr seid ja auch auf Telegram, kann ich auch alles unten verlinken. Und sehr, sehr sympathisch. Ihr macht, glaube ich, einmal die Woche auch auf Instagram-Videos. Die ladet ihr dann auch auf Telegram hoch. Einmal die Woche machen wir irgend so ein Thema, 10 Minuten, was die sich wünschen. Ja. Letztens hattet ihr die Zecken. Ja. Und es ist nur so erfreulich, euch beide Freigeister da zu sehen. Also ich finde das total spannend. Ihr habt ja schon beide verschiedene, auch zum Basenbad hast du schon was gemacht. Der Elias, was zum mit Efeu, Wäsche waschen. Also sind so spannende Themen und empfehle ich euch auf alle Fälle auch mal in den YouTube-Kanal und auch auf Telegram vorbeizuschauen. Und genau, ich verlinke auch nochmal das Video, wo du das erklärst, wie man an die Kurse kommt und auch nochmal eure Seite. Also ist auf alle Fälle empfehlenswert, gerade wenn man noch jüngere Kinder hat, die da noch nicht in diesem Schulsystem drin ist, das so ganz spielerisch zu lernen, die Zahlen, das ist so genial. Ja, aber das ist ja nur eines. Es geht ja wirklich in allen Bereichen, ist sowas möglich. Mhm. Ja. Und ich spare mir einfach so viel Zeit. Ich habe so viel begeisterte Kinderaugen dann dabei, weil die wollen alle lernen, alle. Nicht das und nicht so, aber sie wollen alle. Ja. Das kann ich definitiv da draußen sagen. Und die Kurse und die Videos sollen einfach die Eltern auch dazu ermächtigen, sagen, hey, jetzt traue ich mir das zu. Jetzt nehme ich mein Kind nach Hause oder jetzt gründe ich auch eine Privatschule dann damit. Und das passiert ja auch hier überall. Die Bewegung, die wird, ich hoffe, noch viel, viel größer. Mhm. Also jeder sollte auch den Telegram-Kanal dazu nutzen. Das sind über 12.000 Eltern, mit denen man sich austauschen kann. Es gibt für jedes Bundesland im deutschsprachigen Raum eine eigene Gruppe, wo man regional auch noch sich mit anderen austauschen kann und schauen, wo gibt es schon Projekte, wo kann ich mich anschließen oder wen finde ich dann noch, der da bei mir mitmachen würde. Ja, aber ist natürlich alles nicht so wie diesen 4-Jahres-Plan, den ich eigentlich mal hatte, aber wir versuchen halt jetzt das Beste draus zu machen. Wunderbar, du hast einen wunderbaren Anfang gemacht. Also ich bin sehr froh, dass ich dich entdeckt habe auf YouTube. Das ist so eine Bereicherung, ihr beide, ne? Auch du und dein Bruder, das, was ihr so in der Öffentlichkeit nach außen tragt, sehr, sehr inspirierend. Lieber Ricardo, ich danke dir sehr, dass du hier nochmal so einen kleinen Einblick meinen Zuschauern gewährt hast in diese Schule der Zukunft. Wunderbar. Also ich merke richtig, wie mich das auch so erhebt für die Kinder. Ne? Also weil ich mich auch schon länger damit beschäftigt habe und weiß, dass vieles nicht so gut läuft für die Kinder. Ich danke dir sehr. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, was haltet ihr von Ricardos Schule der Zukunft? Also ich bin sehr gespannt über eure Gedanken und Meinungen dazu und freue mich über regen Austausch. Und ja, alles Liebe, alles Gute. Und bis ganz bald.